Oder wir schauen, dass wir. Ja, wir könnten doch schauen, vielleicht haben wir ein anderes System, wo wir Titanium hätten. Wir hätten doch auf Duel hätten wir noch Titanium. Dass das jetzt hier. Geht das nicht, weil es hier geblockt ist, der Weg zu unserem Heimatplaneten. Beziehungsweise die zweite Frage ist, handeln wir gerade noch damit? Ich weiß nicht, wir haben doch irgendwie was gehandelt. Was haben wir denn gehandelt? Bei denen fallen wir auch schon in der Kunst, das ist auch nicht gut. Nee, wir handeln mit Hyperium. Das ist jetzt irgendwie. Also das Einzige, was ich mir jetzt wirklich erklären könnte, ist, dass hier der Weg zu unserem Heimatplaneten blockiert ist und wir deswegen kein Titanium mehr bekommen. Wobei ich das jetzt mir eigentlich irgendwie nicht vorstellen kann, weil ich eigentlich gedacht hätte, das wäre unabhängig davon. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten jetzt sagen, ich möchte jetzt ungern eigentlich einen von den Planeten hier anbieten. Ja, gebe ich ihm Galdo, habe ich die Probleme, dass ich nicht mehr durchkomme. Da hätten wir auch zwei Hyperium, das ist das nächste. Komm, ich versuch's einfach mal, wenn ich sag. Ich. Waffenstillstand und ich gebe dir. Wieso kann ich dem nichts geben? Ah, nein, 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 nein. Ach, ich hätte es mir denken können. Ich fange Krieg an und ich verliere es. Das ist. Ah, nein, echt. Was mache ich denn da jetzt? Ich will nicht, nein, ich will meine Planeten nicht verlieren. So. Jetzt helf mir doch mal bitte eine aus der Misere hier raus. Ich weiß, ich habe die Suppe eingebrockt, ich sollte sie auch auslöffeln, aber. Wir können keine Damenschuhe mehr produzieren. So sieht es jetzt im Momentan aus. Okay, dann. Handelsrouten-Obergrenze, nee. Dann schauen wir, dass wir zumindest vielleicht noch. Paar Planeten besiedeln. Sind wir jetzt hier auf Lonika? Das, naja gut, jetzt schauen wir, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Produktion bekommen und dann können wir vielleicht da auch noch Schiffe bauen. Jetzt blöd, dass wir keinen anderen Planeten haben, der wirklich schnell produzieren kann. Hier sowieso nicht. Wie lange würden die denn brauchen? Obwohl, ach, vier Züge, das geht eigentlich. Komm, nee, dann bauen wir hier auch mal welche. Und Muzis. Was haben denn die Muzis so gemacht? Eigentlich nicht allzu viel. Die bräuchten fünf Züge. Naja, dann bauen wir hier doch auch mal noch zwei Stück. Aber wir brauchen jetzt irgendwoher eine Flotte. Die müssen wir jetzt irgendwo aus dem Boden stampfen. Okay. Dann Osulo. Jetzt die Frage. Ach, ja genau, die können Damenschuhe noch produzieren. Ah, ich finde Damenschuh war ein richtig schöner Name. Eindeutig. Tja. Ich glaube, die machen erstmal Kreuzer. Genau, aber warum können die das produzieren und die hier nicht? Das ist trotzdem irgendwie strange. Okay, auf Primus könnten wir. Ach, die können wieder keine Damenschuhe machen. Ist auch sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ach nee, Quatsch, die können das machen, weil die selber Titanium haben, deswegen. Wahrscheinlich liegt es daran. Und ich finde es schön, dass unsere Planeten doch mittlerweile einigermaßen durchhalten. Natürlich nimmt er jetzt Trime auch schon ein. Hatte ich mir jetzt eigentlich so alles nicht erhofft. Mist, 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 Mist. So. Auf Trine. Können wir hier vielleicht auch noch Schiffe bauen? Ja, können wir. Grenzöffnung. Möchte ich trotzdem nicht anbieten, ganz ehrlich. Aber kann ich den irgendwie dazu bewegen, dass wir sagen, verbündet, okay. Können aber auch sonst nichts mit dem machen. Momentan noch.
So, wenn ich jetzt noch ein Schiff hinschicke, ein einzelnes, das bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Das heißt, sie werden jetzt trotzdem noch weiterhin versuchen müssen, die erstmal zu sammeln. Und die halten ja zum Glück hier alle noch ein paar Runden durch. Gut. Haben wir wieder eins fertig. Das, zum Glück geht das jetzt hier echt schnell. Aber die können halt auch nicht allzu viel. Das ist das Problem. Die verrecken halt wie die Fliegen. Muss man leider so sagen. So, der hat hier eine Stärke von 310. Wenn wir jetzt hier zwei haben. Naja, ich glaube, selbst mit zwei kommen wir nicht weit. Da habe ich jetzt echt Bedenken. Und zur Not müssen wir echt unser Imperium von einer anderen Ecke aus wieder aufziehen, aber das wird natürlich. Da werden wir dann extrem rückständig sein. Da müssen wir dann schon wahrscheinlich mit Diplomatie. Ja. Uns mit Diplomatie rumschlagen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht irgendwas schwarz malen, aber das ist natürlich schon gerade eine sehr heikle Situation, die hier ist. So, der bräuchte vier Züge. Nützt nichts, wir brauchen die Schiffe. Gut. Jetzt ist die Frage, probieren wir es mit den beiden? Jetzt sag, wir hätten unsere Heldin hier. Flotte zuordnen. Deren Held, nein. Stärke 310. Ach, und da haben wir wieder ein Schiff fertig. Ich glaube, wir holen uns lieber sicherheitshalber das noch. So lange halten die auf jeden Fall noch durch. Gut, ich meine, die Planeten hinten, da schaut es jetzt echt übel aus mittlerweile, aber das geht jetzt echt nicht anders. Ach, da haben wir auch eins fertig. Moment, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich das hier in den Weltraum hole. Habe ich Probleme, ja, habe ich mir schon gedacht. Dann nicht. Gut. Ach, schau, die fliegen weg. Dann geht das jetzt doch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann könnten wir die eigentlich auch hier sammeln. So, jetzt haben wir da zumindest schon mal drei Stück. Kommen leider noch nicht da an. Ah, so, haben wir. Na gut, ich habe es eigentlich schon gewusst letzte Runde, dass das nichts wird. Glückwunsch zur ersten Besiedlung eines hochentwickelten und schwierigen Planetentyps. Dankeschön. Er wird nicht der letzte gewesen sein. Damit hätten wir uns an die Materie geholt. Was können wir denn damit machen? Wir können damit plus zwei Forschung pro Person auf dem Planeten. Naja, das ist natürlich also auch wahnsinnig viel auf dem Planeten. Und wir können auch keine Wüstenkolonialisierung mehr machen. Klasse. Dann machen wir doch erstmal eine Bewirtschaftung. So, Produktion ist in dem Fall auch gar nicht mal so verkehrt. Und da haben wir jetzt zumindest schon mal Schiffe fertig. Gut. Jetzt hier, komm. Den holen wir uns noch raus. Dann haben wir da zumindest schon mal. Haben wir jetzt echt eine gute Flotte zusammen. Jetzt vertreiben wir den hier doch mal. So, ich mache das jetzt wieder manuell. Und ich behaupte jetzt einfach mal, da kann nichts schief gehen. Also ein Kräfteverhältnis hier sollte da jetzt echt nichts mehr schief gehen können. So. Was haben wir jetzt hier? Da können wir dann letztendlich. Ja, komm, wir machen. Wir setzen hier trotzdem voll auf Angriff. Weil der schießt mit denen auch nicht mit Raketen momentan. Aber das sieht mir zumindest mal schön, dass das doch einiges ausmacht, die jetzt die Schiffe hier zu schicken. Ratzfatz war der hin. Ist zumindest mal auch mal sehr gut, dass unser Held mehr Erfahrung bekommt. Können wir da zumindest auch mal noch ein paar Bonis mit. Mit raushandeln. Und vielleicht können wir ja doch noch ein, zwei Planeten mehr retten, als ich erhofft hatte am Anfang. Gut, ich glaube, Trime ist ziemlich. Ja, da werden wir uns wohl verabschieden müssen davon.
Aber okay, so. Wir haben gewonnen. Die Effizienz war natürlich trotzdem mit 21% relativ lausig. Aber was soll man denn machen? So, jetzt haben wir hier Damenschuhe. Jetzt ist die Frage, was wir fliegen. Ich glaube, wir fliegen erstmal nach Primus. Weil? Ja, weil. Moment, das sind hier 360. Puh, nee, ich glaube, wir fliegen doch nicht erst nach Primus. Das ist mir noch ein bisschen zu heftig. Wir machen erstmal die Schwachen weg. So, hier. Können wir jetzt leider nicht mehr angreifen, ja. Und dann sammle ich hier gleich die nächste Flotte, dass wir zum nächsten Schlag nach da unten hin ansetzen können. Und hier können wir jetzt immerhin auch schon wieder Damenschuhe produzieren. Und dann werden wir den dann damit quasi in den Hintern treten. Mit dem Damenschuh. Mit dem Damenschuh mit dem schönen langen Absatz. Dass er auch weiß, was er hier versucht hat anzurichten. So, was ist das? Die haben hier 600. Na, das ist ein bisschen arg stark für ein Schiff. 500. Ja, komme ich mit einem Schiff immer nicht an, ne? Gegen an. Na ja, schauen wir doch einfach mal, was in der nächsten Runde passiert. Immerhin haben wir Osulu gerettet. Da bin ich sehr, sehr froh darüber. Dass zumindest noch nicht alles verloren ist. So, ach, was will er denn hier? Nee, können wir auch gerne Auto machen, das schaffe ich nicht. Aber man sieht, er zieht seine Flotten schon auseinander. Das ist zumindest schon mal gar nicht so schlecht. So. Jetzt hätte ich trotzdem gesagt, wir greifen erstmal den hier an und dann fliegen wir prompt zurück. Weil da stehen jetzt auch nur noch 300. Ja, doch. Also wenn wir es schaffen, seine 900er da kaputt zu machen, dann haben wir ein gutes Eck geschafft. So, das machen wir auch manuell. Das sind dieselben wie vorhin im Grunde. Das heißt... Ach, die haben gar keine Raketen gehabt, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe. Dann könnten wir auch erstmal mehr Schaden und dann schauen wir doch mal. So, und eventuell, ich würde sie ja gerne mal reparieren, wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben. Ach schau, wir schaffen das hier sogar gegen den. Das ist ja unsere, beziehungsweise unsere Karten haben gegen ihn gerade, unsere Karte hat gegen ihn gewonnen. So, aber ich glaube, nächste Runde brauchen wir die trotzdem auch noch. Na, obwohl. Dann machen wir das doch lieber so. Ach, und damit haben wir ihn auch geschlagen. Das ist ja lustig. Was für ein netter Zufall. Na gut. Haben wir es immerhin noch nebenbei ein bisschen reparieren können. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Das heißt, wir können auch dann gleich prompt zurückfliegen und seine 900er da angreifen. Und wenn, vielleicht mit ein bisschen Glück zieht er seine Raumschiffe ein bisschen ab, beziehungsweise wieder zusammen, um seiner Flottenvernichtung zu entgehen. Das würde mich auch auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. So, jetzt was haben wir hier? Hier könnten wir erstmal noch ein bisschen auf Geld setzen. Da bin ich jetzt mal so dreist und mache das hier. Gut, da haben wir wieder ein Schiff fertig. Und das schicken wir dann am besten erstmal nach Lonika. Da haben wir... Okay. Machen wir mal ein bisschen auf Verteidigung. Ist auch nicht so verkehrt. Das haben wir gewonnen. Invasion auf Osulu. Ja gut, dann... Grenzöffnung, nein. Produktion ist alles eingestellt. Da haben wir jetzt... Genau. Jetzt werden wir die noch mit dazu holen. Ich glaube, ich warte mal noch eine Runde. Dann haben wir da eine echt starke Flotte zusammen. Mit 5 Schiffen. Dann sollten wir den auf jeden Fall besiegen können. So, und da hätten wir dann 2. Vielleicht können wir es dann mal wagen, den hier sogar anzugreifen.
Ja, doch, ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. So, nächste Runde. Und jetzt einzig heikel da unten wird es mit Trine, würde ich mal sagen. Das wird echt. Ich glaube, den Planeten werden wir nicht mehr verteidigen können. So, ach, schau, jetzt ist er auch wieder da. Oh je, und er hat nochmal so eine Flotte aufgestellt. Oh je, oh je. Dann wird das natürlich schon heftig. So. Was ist das hier? Wer zur Hölle ist das? Blablabla. Ein Handelsgenie. Ja, gut, Handelsroutenboni. Ja, gut, obwohl wir handeln ja da oben. Ist dann vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Gut. Auf Kujus? Wo war denn das schon wieder? Das war. Ach, da unten, genau. Dann baut ihr trotzdem auch noch. Ihr könnt keine Damenschuhe bauen. Naja, dann baut ihr halt noch ein paar Kreuzer. Und die lasse ich erstmal da noch. So, jetzt machen wir die hier zusammen. Dann haben wir hier 5. Die schicken wir auch noch hier runter. Jetzt haben wir doch zumindest mal immerhin schon eine echt ansehnliche Flotte in kurzer Zeit zusammengebastelt. Und ihr baut danach auf jeden Fall Kreuzer, nachdem der hier schon wieder steht. So, da habe ich 2. 600. Ich erstelle die jetzt mal kurz. Und greife ihn zumindest mal an. Dass ich ihm zumindest schon mal Schaden machen kann. Umso leichter haben wir es danach. Nicht, dass wir jetzt hier zwei Schiffe einfach in den Sand setzen, indem man das System übernimmt und wir können die am Ende vielleicht nicht mehr verwenden oder so. Ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt sehen wir gleich mal, ob der mit Raketen schießt. Ich hoffe es jetzt allerdings nicht. Ich habe es jetzt leider vergessen nachzuschauen. Momentan sieht es jetzt mal doch, schießt er. Das heißt, wir werden irgendwie mal versuchen. Okay, wir werden ein bisschen gegen Raketen gehen und dann am Ende nochmal. Was machen wir denn? Ja, wir machen Waffenschaden auf jeden Fall. So, wirklich viel Schaden machen wir ihm jetzt gerade nicht. Das war jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, also ich würde mal sagen, hätte ich die Schiffe nicht in Kampf geschickt, wäre es ziemlich dasselbe gewesen. Aber dann die Invasion haben wir damit ja auch nicht unterbrochen, ne? Das ist natürlich auch schade. Sollte man, also wäre vielleicht auch schön, wenn das so wäre, dass die ein bisschen in der Invasion zurückgestuft werden, wenn man sie angreift. Oder eine gewisse, Entschuldigung, Zeit lang unterbrochen werden. So, auf jeden Fall, wir nehmen jetzt die Flotte hier und greifen den an. Und schauen doch mal, was passiert. So, hat er hier keine Raketen, keine Raketen und Raketen. Wird interessant. Wird sehr, sehr interessant. Also, wenn wir es schaffen, ist es echt super. Dann haben sich die Schiffe schon mal bewährt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir machen am besten Raketenabwehr des Gegners. Moment. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, da unten wäre es gewesen. Mist. Moment. Ah, zu spät. Das ist ja schon ausgespielt. Gut, dann machen wir. Was machen wir denn da am besten? Nee, komm, wir machen dasselbe wieder. Und seine Raketen da, das gefällt mir echt überhaupt nicht. Die ziehen schon ordentlich Energie ab. Ah, also seine Raketen brechen uns definitiv das Genick. Das ist einfach, weil die Kreuzer noch nicht wirklich effiziente Waffen drauf haben, wird das überhaupt nichts gerade. So ein Mist. Nicht mal eins kaputt gemacht von ihm bisher. Und er hat sich geheilt auch noch. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Was machen wir denn da jetzt?
Also eins unterlassen, seine Schiffe sind schon wirklich heftig. Ja, komm, es wenigstens sofort Heilung. Geht das nochmal verloren? Das haben wir auch verloren. Puh. Wenn ich jetzt sage, wir bauen hier auch noch Kreuze. Damenschuhe können wir ja nicht bauen. Ha. Eigentlich sollte man hier mal lieber Nahrung bauen, dass wir überhaupt noch Leute bekommen, sehe ich gerade. Das ist eigentlich viel wichtiger. Puh. So schön, wie es gerade eben noch war, jetzt schaut es schon wieder richtig schlecht aus. Komm, jetzt kann ich hier nicht sagen, das hat lang genug gedauert, lass uns doch mal einen Frieden anbieten. Nee. Mist. Der weiß genau, dass wir nicht wirklich stark sind. Ah, Oha, er hat Usulu eingenommen. Ja, gut, ich meine. Und Eridanus hat er auch übernommen. Naja, das einzig Gute ist, dass er jetzt dann vielleicht langsam mal da abzieht. Der Nachteil ist, dass wir jetzt natürlich zwei Schiffe dahin schicken und die gleich kaputt gehen. Oh Mann, das ist so nicht geplant gewesen. Überhaupt nicht. Mist, 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 Mist. Ja gut, da müssen wir jetzt leider die ganze Zeit Auto machen. Das sind jetzt zwei Schiffe, die einfach mal total in den Sand gesetzt sind. Aber vielleicht schaffen wir es ja wenigstens ein bisschen Schaden zu machen. Weil ich das glaube ich. Ich glaube, ich mache gerade überhaupt keinen Schaden, weil der sich wahrscheinlich die ganze Zeit repariert. So, invasieren können wir auch nicht, weil das erst mit dem Damenschuh geht. Das ist auch echt klasse. Ah. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Puh, 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 puh. Schwierig, schwierig, hätte ich gesagt. Dann müssen wir jetzt echt mal schauen, wie wir das Kind hier noch irgendwie schaukeln können. Aber ich hätte mal gesagt. Moment, hier fehlt eine Forschung, sehe ich gerade. Mehr Kommandopunkte wären vielleicht gar nicht mal so dumm. Können wir zumindest mal größere Flotten machen. Und das dauerte nur eine Runde, das heißt, wir könnten vielleicht gleich noch was anderes mitmachen. Wie wäre es denn mit mehr? Mit mehr. Das da, das da und das da. So. Okay. Genau. So, wie wir da jetzt am besten weitermachen, hätte ich gesagt, sehen wir dann in der nächsten Folge.